Moin Moin, hier ist wieder der Jörg von YouTube-Kanal Joggler66, Hour of the Truth, Stunde der Wahrheit. Heute kommt eine ganz kurze Einleitung, weil die Aufnahme dauert schon gut 70 Minuten und von daher nur kurz erwähnen, wir befinden uns in Abschnitt 5 des prachtigen und fantastischen Buches Von Babylon nach Rom, The Two Babylons von Alexander Hislop aus den 1850er Jahren. Im fünften und letzten Abschnitt des Kapitels Nummer 7, des letzten Kapitels, mit dem Titel Der Name des Tieres, die Zahl seines Namens, das unsichtbare Haupt des Papsttums. Ein sehr interessantes und tiefgehendes Kapitel, zu dem ich euch viel Spaß wünsche mit der Aufnahme, die jetzt folgt. Und hiernach bleibt nur noch eines, die Schlussfolgerung, eine Zusammenfassung von allem, was wir bisher gesehen hatten, nicht zu missen. Aber jetzt erstmal Abschnitt 5 des Kapitels 7 von Babylon nach Rom. Der Name des Tieres, die Zahl seines Namens, das unsichtbare Haupt des Papsttums. Dass nun Dagon und der Papst miteinander gleichgestellt sind, bringt uns schlicht und einfach zu dem langgesuchten Namen und der Zahl des Tieres und bestätigt durch völlig neues Beweismaterial die alte protestantische Sichtweise des Themas. Der Name Latinus wird allgemein von protestantischen Schreibern anerkannt, da er viele Elemente enthält, die seine Befürwortung wahrscheinlich machen. Und doch gab es immer eine gewisse Unzulänglichkeit und man hatte das Gefühl, dass noch etwas fehlte, um wirklich jede Möglichkeit des Zweifels auszuräumen. Betrachten wir nun die Sache vom babylonischen Standpunkt aus, also vom heidnischen, so sollte uns sowohl der Name als auch die Zahl des Tieres in einer solchen Weise klar werden, dass auf der Beweisebene nichts zu wünschen übrig bleibt. Osiris oder Nimrod, den der Papst vertritt, trug viele verschiedene Titel. Und wie Wilkinson bemerkt, war er ziemlich in der gleichen Position wie seine Frau, die Myrionymus genannt wurde, die Göttin mit 10.000 Namen. Wie sollen wir nun unter diesen unzähligen Namen gerade den Namen ermitteln, auf den der Geist Gottes mit der rätselhaften Ausdrucksweise hinweist, die vom Namen des Tieres und der Zahl seines Namens spricht? Wenn wir den apokalyptischen Namen des Systems kennen, wird uns dies zu dem Namen des Hauptes des Systems führen. Der Name des Systems lautet Geheimnis bzw. Mysterium, wie wir ja in Offenbarung Kapitel 17, Vers 5 lesen können. Hier haben wir also den Schlüssel, der uns das Rätsel erschließt. Jetzt müssen wir nur noch erforschen, welches der Name war, unter dem Nimrod als Gott der chaldäischen Mysterien bekannt war. Wie wir feststellten, war dieser Name Saturn. Saturn und Mysterium, also Geheimnis, sind beides chaldäische Worte und sie sind zwei Begriffe, die miteinander in Wechselbeziehung stehen. Genau wie katholisch und universal, um das mal eben damit zum Ausdruck zu bringen. Wie Mysterium verborgenes System bedeutet, bedeutet Saturn verborgener Gott. Nun, in der Litanei der Messe wird den Anbetern beigebracht, so zu beten, Zitat, »Verborgener Gott und mein Heiland, erbarme dich unser«, Ende Zitat. Woher kann diese Anrufung des verborgenen Gottes anders kommen, als von der alten Anbetung Saturns, des verborgenen Gottes? Wie das Papsttum den babylonischen Gott unter den Namen Sankt Dionysius und Sankt Bacchus, der Märtyrer, heilig gesprochen hat, ist er auch unter dem Namen Satur im Kalender eingetragen, denn der 29. März ist das Fest des Sankt Satur, des Märtyrers. Denen, die eingeweiht waren, war der Gott offenbart worden. Für alle anderen war er verborgen. Man muss eben zu den Eingeweihten, zu den Erleuchteten gehören, um die esoterische innere Lehre zu kennen und von daher auch der richtigen Lehre zu folgen. Denen, die eingeweiht waren, war der Gott offenbart worden, für alle anderen war er verborgen. Und das ist heute im System immer noch ganz genau so, da hat sich gar nichts verändert. Die Bezeichnung Saturn im Chaldäischen wird Satur ausgesprochen, besteht jedoch, wie jeder chaldäische Gelehrte weiß, aus nur vier Buchstaben, nämlich S-T-U-R, Stur. Dieser Name
enthält genau die apokalyptische Zahl 666, denn das S steht für 60, das T für 400, das U für 6 und das R für 200. 60, 400, 6 und 200 ergibt zusammengezählt 666. Wenn der Papst, wie bereits festgestellt, der rechtmäßige Stellvertreter Saturns ist, ist auch die Zahl des Papstes als Haupt des Geheimnisses oder Mysteriums der Gesetzlosigkeit 666. Doch überdies stellt sich heraus, dass, wie weiter oben gezeigt, der ursprüngliche Name von Rom selbst Saturnia war, statt Saturns. Dafür verbürgen sich gleichermaßen Ovid, Plinius und Aurelius Victor. So hat also der Papst einen doppelten Anspruch auf den Namen und die Zahl des Tieres. Er ist der einzige rechtmäßige Stellvertreter des ursprünglichen Saturn, der heute lebt, und er regiert in eben der Stadt der sieben Hügel, in der der römische Saturn früher herrschte und wegen dessen Wohnsitz dort ganz Italien allgemein lange danach seinen Namen genannt wurde, nämlich Saturnisches Land. Doch mag man fragen, welchen Einfluss hat dies auf den Namen Latinus, der allgemein für den Namen des Tieres gehalten wird? Einen sehr großen. Es beweist, dass die allgemeine Meinung sehr gut fundiert ist. Saturn und Latinus sind nur Synonyme, die genau die gleiche Bedeutung haben und beide zu demselben Gott gehören. Der Leser hat sicherlich nicht die Zeilen Vergils vergessen, die zeigten, dass Latinus, auf den die Römer oder Lateiner ihre Abstammung zurückführten, mit einem Glorienschein um seinen Kopf dargestellt wurde. Entschuldigung, jetzt bin ich in der Zeile verrutscht. Mit einem Glorienschein um seinen Kopf dargestellt wurde, um anzuzeigen, dass er ein Kind der Sonne war. So wird deutlich, dass in der volkstümlichen Meinung der ursprüngliche Latinus genau die gleiche Stellung wie Saturn in den Mysterien einnahm, der ebenfalls als der Nachkomme der Sonne angebetet wurde. Darüber hinaus ist klar, dass die Römer wussten, dass der Name Latinus der Verborgene bedeutete. Denn die Altertumsforscher versichern ausnahmslos, dass Latinum seinen Namen von dem dort verborgen liegenden Saturn erhielt. Auf etymologischer Ebene ist also, selbst nach dem Zeugnis der Römer, Latinus gleichbedeutend mit dem Verborgenen, also Saturn, dem Gott des Mysteriums. Latium Latinus, also die römische Form des griechischen Latinos und Lateo, verborgen liegen, kommen alle gleichermaßen von dem chaldäischen Lat, L-A-T, das die gleiche Bedeutung hat. Der Name Lat, der Verborgene, war offensichtlich genau wie Saturn dem großen babylonischen Gott verliehen worden. Dies geht hervor aus dem Namen des Fisches Latus, der zusammen mit der ägyptischen Minerva in der Stadt Latopolis in Ägypten verehrt wurde, die jetzt Esne heißt. Dieser Fisch, Latus, ist offensichtlich nur eine andere Bezeichnung für den Fischgott Dagon. Wir haben gesehen, dass Iktis, der Fisch, einer der Namen des Bacchus war, und von der assyrischen Göttin Atergates mit ihrem Iktis wird gesagt, dass sie in den See von Askalon geworfen wurde. Dass der Sonnengott Apollo unter dem Namen Lat bekannt gewesen war, kann aus dem griechischen Namen seiner Muttergattin Leto oder im dorischen Lato gefolgert werden, was nur die weibliche Form von Lat ist. Der römische Name Latona bestätigt dies, denn er bedeutet Beweinerin Lats, sowie Bellona Beweinerin Bells bedeutet. Der indische Gott Shiva, der wie bereits erwähnt manchmal als Kind an der Brust seiner Mutter dargestellt wird und den gleichen blutigen Charakter wie Moloch oder der römische Saturn hat, trägt eben diesen Namen, wie aus folgendem Vers über die Statue hervorgeht, die sich in seinem berühmten Tempel in Somnaut befindet. Zitat: Diese schreckliche Statue mit dem Namen Laut fand der kühne Mammut, als er einnahm Somnaut. Ende Zitat. Da Lat als Synonym für Saturn benutzt wurde, kann es wenig Zweifel daran geben,
dass Latinus im gleichen Sinne verwendet wurde. Vergil lässt Latinus, der ein Zeitgenosse von Aeneas war, den dritten in der Abstammung von Saturn sein. Zitat: Rex arva Latinus est urbis iam senior longa placidus in pace regebat. Hunc fauno et mympha genitum laurente marica accempius. Fauno picus pater isque parentem te Saturne refert. Ende Zitat. Aus dem Anis, Seite 323. Die zu Göttern erhobene Könige wurden nach den Göttern benannt, von denen abzustammen sie vorgaben, und nicht nach ihren Herrschaftsgebieten. Wir können sicher sein, dass das Gleiche bei Latinus der Fall war. Während Saturn also der Name des Tieres ist und die mystische Zahl enthält, ist Latinus, was dieselbe Zahl enthält, nur ein ebenso kennzeichnender und bezeichnender Beiname für dasselbe Tier. Dann ist der Papst als Haupt des Tieres genauso Latinus oder Saturn, das heißt das Haupt des babylonischen Mysteriums. Wenn also der Papst fordert, dass all seine Gottesdienste in der lateinischen Sprache durchgeführt werden, bedeutet das so viel, wie wenn man sagt, dass sie in der Sprache des Geheimnisses oder Mysteriums durchgeführt werden. Wenn er seine Kirche die lateinische Kirche nennt, wäre das gleichbedeutend mit der Aussage, dass sie die Kirche des Mysteriums ist. Durch diesen Namen, den sich der Papst selbst erwählte, hat er mit seiner eigenen Hand direkt auf die Stirn seiner abgefallenen Gemeinschaft ihre göttliche apokalyptische Bezeichnung Geheimnis Babylon, die Große, geschrieben. So werden wir durch einen Vorgang reinster Schlussfolgerung Schritt für Schritt weitergeleitet, bis wir die geheimnisvolle Zahl 666 finden, die auf seiner eigenen Stirn unverkennbar und unauslöschlich aufgedrückt ist, und erkennen, dass der, der seinen Sitz auf den sieben Hügeln Roms hat, ausschließliche und unveräußerliche Ansprüche darauf hat, als das sichtbare Haupt des Tieres betrachtet zu werden. Wer jedoch die Ausdrucksweise, die von dem Namen und der Zahl des apokalyptischen Tieres spricht, sorgfältig untersucht hat, wird festgestellt haben, dass in den Begriffen, die diesen Namen und die Zahl beschreiben, immer noch ein Rätsel liegt, das man nicht übersehen sollte. Die Worte lauten: Wer Verständnis hat, berechne die Zahl des Tieres, denn es ist eines Menschen Zahl, wie wir in Offenbarung Kapitel 13, Vers 18 nachlesen können. Was bedeutet die Aussage, die Zahl des Tieres sei die Zahl eines Menschen? Heißt das lediglich, dass er einen Namen trägt, den irgendein Mensch vor ihm getragen hat? In dieser Bedeutung werden die Worte allgemein verstanden. Doch gewiss wäre dies nichts Außerordentliches, nichts, was man nicht genauso auf zahlreiche andere Namen anwenden könnte. Doch untersucht man diese Ausdrucksweise in Verbindung mit den zur Sache ermittelten Fakten, so geht sofort ein göttliches Licht von dem Ausdruck aus. Saturn, der verborgene Gott, der Gott der Mysterien, den der Papst vertritt, dessen Geheimnisse nur den Eingeweihten offenbart wurden, war identisch mit Janus, der öffentlich ganz Rom den Nicht-Eingeweihten wie auch den Eingeweihten als der große Mittler bekannt war, der Öffner und der Schließer, der den Schlüssel zur unsichtbaren Welt hatte. Was bedeutet nun der Name Janus? Dieser Name lautete, wie Cornificius bei Macrobius zeigt, eigentlich Eanus. Und im Altchaldäischen bedeutet Eanusch Mensch. Mit eben diesem Namen wurde das babylonische Tier aus dem Meer bezeichnet, als es zuerst in Erscheinung trat. Der Name im Griechischen von Berosus angegeben lautet Oanes, so wie wir in Seite 53 in diesem Buch ja bereits lesen konnten. Doch genau so würde man auch erwarten, dass Heanesh, der Mensch, im Griechischen erscheint. Hesiri im Griechischen wird zu Osiris und Hesarsiphon zu Osarsiphon. In ähnlicher Weise wird natürlich Heanesh zu Oanes. Im Sinne von Mensch-Gott und der Name Oanes wird der Name Oanes von Barker aufgegriffen. Wir finden die Umwandlung von H zu O auch bei unseren unmittelbaren Nachbarn, den Iren. Was jetzt O'Brien und O'Connell heißt, war ursprünglich O'Brien and H. Connell,
also mit dem H davor gestellt. Ja? Der Name E-Anush, der Mensch, wurde auf den babylonischen Messias angewendet, was ihn als den verheißenen Samen der Frau identifizierte. Der Name Mensch auf einen Gott angewendet, sollte ihn als den Gottmenschen bezeichnen. Wir haben festgestellt, dass in Indien die hinduistischen Shastras bezeugen, dass die Sonne die höchste Gottheit Fleisch werden und von einer Frau geboren werden musste, damit die Götter befähigt werden könnten, ihre Feinde zu überwinden. Das haben wir bereits in Kapitel 3 gesehen und erklärt. Da müssen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen. Die Länder der Antike hatten eine Legende, die ganz genauso geachtet war. Zitat: Es gab im Himmel eine geläufige Tradition, sagt Apollodoros, dass die Riesen nie besiegt werden konnten, außer durch die Hilfe eines Menschen. Ende Zitat. Dieser Mensch, der die Feinde der Götter besiegt haben soll, war Janos, der Gottmensch. Infolge seines vorgeblichen Charakters und seiner Heldentaten wurde Janos mit großer Macht ausgestattet, wurde er zum Hüter der Himmelstore und zum Schiedsrichter über das ewige Schicksal der Menschen. Von diesem Janos, diesem babylonischen Menschen, ist der Papst der rechtmäßige Stellvertreter, wie oben erklärt. Seinen Schlüssel, zusammen mit dem der Kibele, seiner Muttergattin, trägt daher er, und auf all seinen lästerlichen Anmaßungen erhebt er heute Anspruch. Der Papst begründet also seinen Anspruch auf universale Huldigung mit dem Besitz der Schlüssel des Himmels, und zwar in einem Sinne, der ihn, jedem Grundsatz des Christentums zum Trotz, dazu bemächtigt, die Tore der Herrlichkeit nach seinem eigenen souveränen Willen und Belieben zu öffnen und zu schließen. Jetzt schaut euch nochmal in Ruhe die vatikanische Flagge an, mit den zwei Schlüsseln, die verschiedene Bedeutung haben, aber einerseits der Schlüssel von Janus und andererseits der Schlüssel von Kibele sind. Und der Papst hat die Macht, mit diesen Schlüsseln zu öffnen und zu schließen. Im Grunde ist das alles gar nicht so schwer, wenn man mal ein Buch wie das hier von Alexander Hislop liest. Dies ist somit ein eindrucksvoller und zusätzlicher Beweis dafür, dass er jenes Haupt des Tieres aus dem Meer ist, dessen Zahl mit Janus in Verbindung gebracht die Zahl eines Menschen ist und sich genau auf 666 beläuft. Doch es steckt noch etwas anderes in dem Namen Janus oder Eanos, das man nicht übersehen sollte. Während Janus offenkundig als Messias oder Gottmensch angebetet wurde, wurde er auch als Principium Deorum gefeiert, die Quelle und der Ursprung aller heidnischen Götter. In dieser Eigenschaft haben wir seine Spur bereits über Kusch zu Noah zurückverfolgt. Um aber in der rechten Vollständigkeit seinen Anspruch auf diese hohe Eigenschaft zu verstehen, muss man sie noch weiter zurückverfolgen. Jetzt kommt ein ganz wichtiger Satz. Zu der Zeit, da die Mysterien erdacht wurden in den Tagen Sems und seiner Brüder, die durch die Sintflut von der alten Welt in die neue gekommen waren, kannten die Heiden die ganze Geschichte von Adam. Ist das gut eingesunken? Das ist doch auch logisch. Zu der Zeit, da die Mysterien erdacht wurden, in den Tagen Sems und seiner Brüder, die durch die Sintflut von der alten in die neue Welt gekommen waren, kannten die Heiden die ganze Geschichte von Adam. Wenn daher eine Vergottung der Menschheit stattfinden sollte, war es nötig, dass man nicht seine überlegene Würde als der menschliche Vater der Götter und Menschen außer Acht ließ. Das geschah auch nicht. Die Mysterien waren voll von dem, was er tat und was ihm zustieß, und der Name Eanush oder Phanesh, wie er in der ägyptischen Form erschien, der Mensch, war nur ein anderer Name für unseren Urahnen. Der Name Adam kommt in der hebräischen Sprache des ersten Buches Mose nahezu immer mit dem vorgeschalteten Artikel vor, so dass es der Adam oder der Mensch heißt. Jedoch gibt es folgenden Unterschied. Der Adam bezieht sich auf den ungefallenen Menschen. Eanush, der Mensch, auf den gefallenen Menschen. So ist Eanush als
Principium Deorum als Quelle und Vater der Götter der gefallene Adam. Anesh bezeichnet eigentlich nur die Schwäche oder Zerbrechlichkeit der gefallenen Menschheit. Doch wenn man in Ovid über den Charakter des Janus nachliest, stellt man fest, dass Eanush nicht nur als gefallener Mensch mit seiner Schwäche vergottet wurde, sondern als gefallener Mensch mit seiner Verdorbenheit. Also ich vergöttere den Abfall, die Sünde. Ja? Der Grundsatz des heidnischen Götzendienstes lief direkt darauf hinaus, die gefallene Menschheit zu preisen, ihre Begierden zu heiligen, den Menschen die Erlaubnis zu geben, nach dem Fleisch zu leben und ihnen doch nach einem solchen Leben ewige Glückseligkeit zuzusichern. Und genau das ist auch die Lehre der meisten Evangelikalen heute, dass durch die Abschaffung des Gesetzes wir ganz normal leben können und doch Errettung nur durch Gnade finden können. Das Gesetz ist nicht abgeschafft, das mosaische Gesetz ist erfüllt, wie Jesus auch sagte, er sei nicht gekommen abzuschaffen, sondern zu erfüllen. Jesus sagt ganz unmissverständlich, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Wenn ich also nach dem Fleisch lebe, dann werde ich auch danach gerichtet und kann das Unvergängliche nicht annehmen, also kein ewiges Leben geschenkt bekommen. Wer meint, das Gesetz, die 10 Gebote wären abgeschafft, der lebt genau in dieser evangelikalischen Lüge, denn wäre das Gesetz abgeschafft, gäbe es keine Gesetzesübertretung, somit keine Sünde und keinen Grund für einen Erlöser. Wer also behauptet, das Gesetz wäre nicht mehr gültig, der leugnet Jesus' Werk am Kreuz und fällt für die Lüge, wir könnten uns selbst erlösen. Zum Beispiel durch Werke, wie die römisch-katholische Kirche lehrt, eine Lehre, die, wie wir gelernt haben, aus Babylon kommt. Denkt nochmal zurück an die Waagschale in Ägypten, wie wir vorher hier ja in diesem Buch besprochen haben. Eanus, der abgefallene Mensch, wurde als menschliches Haupt dieses Systems der Korruption ausgegeben, dieses Geheimnisses der Gesetzlosigkeit. Ausgehend davon können wir die wahre Bedeutung des Namens der Gottheit erkennen, die in Phrygien allgemein zusammen mit Kybele in derselben Eigenschaft wie jener Janus verehrt wurde, der zugleich der Vater der Götter und die vermittelnde Gottheit war. Dieser Name lautet Atys, Atys oder Ates. Dass Ates und Bacchus bzw. Adonis, der gleichzeitig der Vater der Götter und der Mittler war, identisch sind, erweist sich aufgrund verschiedener Überlegungen. Erstens, während sicher ist, dass der Lieblingsgott der phrygischen Kybele Ates war, weshalb er Sibelius Ates genannt wurde, erfahren wir von Strabo, dass die zusammen mit Kybele in Phrygien verehrte Gottheit eben genau Dionysos oder Bacchus genannt wurde. Zweitens, Ates wurde ganz genau wie Bacchus dargestellt. Bei Bryant findet man eine Inschrift für ihn zusammen mit der idäischen Gottheit, das ist Kybele, mit dem Namen Ates der Minotaurus. Bacchus trug Stierhörner. Drittens, in der exoterischen Geschichte wurde von ihm gesagt, dass er genau wie Adonis durch einen wilden Keiler umkam. Und viertens, in den Riten der Magna Mater bzw. Kybele riefen ihn die Priester als Deus Propitius, Deus Sanctus an, als barmherzigen Gott, heiligen Gott, was genau die Eigenschaft ist, die Bacchus bzw. Adonis als Mittlergott hatte. Dieser Name lautet also Atys, Atys oder Ates, und die Bedeutung geht klar aus der Bedeutung des bekannten griechischen Wortes Ate hervor, das Fehler der Sünde bedeutet und offensichtlich von dem chaldäischen Hatta, Sündigen, kommt. Atys oder Ates, von demselben Verb ausgehend und ähnlich gebildet, bedeutet Sünder.
Wir erinnern uns, dass Rheha oder Kybele in Phrygien mit dem Namen Idaia Mater verehrt wurde, Mutter der Erkenntnis, und dass sie in ihrer Hand als Symbol den Granatapfel trug, und wir hatten allen Grund zu schließen, dass dieser aus heidnischer Sicht die Frucht des verbotenen Baumes war. Wer sonst war also geeigneter, das göttliche Gegenstück zu dieser Mutter der Erkenntnis zu sein, als Attes, der Sünder, ihr ureigener Mann, den sie dazu brachte, an ihrer Sünde teilzuhaben und ihre verhängnisvolle Erkenntnis zu teilen, und der dadurch im wahren und eigentlichen Sinn zum Mensch der Sünde wurde, zum Menschen, durch den die Sünde in die Welt gekommen ist, und durch die Sünde der Tod, und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Es kann bis ins Detail nachgewiesen werden, dass die ganze Geschichte von Attes die Geschichte des Sündenfalls ist. Es genügt an dieser Stelle wohl zu sagen, dass selbst oberflächlich gesehen seine Sünde mit unzulässiger Liebe zu einer Nymphe, deren Schicksal von einem Baum abhing, in Verbindung stand. Die Liebe des Attes zu dieser Nymphe war in einer Hinsicht eine Beleidigung für Kybele, aber andererseits war es die Liebe der Kybele selbst, denn Kybele hat zwei unterschiedliche Grundcharaktere, den des Heiligen Geistes und auch den unserer Mutter Eva, die, Zitat, Nymphe, deren Schicksal von einem Baum abhing, Ende Zitat, war offensichtlich Rheha, die Mutter der Menschheit. Und jetzt gehen wir für ein etwas tieferes Verständnis in den Nachtrag G dieses Buches. Wir haben festgestellt, dass der Name Pan sich abwenden bedeutet und gefolgert, dass er der Name unseres Urvaters Adam war, da er ein Synonym für Hata, Sündigen ist, dessen eigentliche allgemeine Bedeutung sich von der geraden Linie abwenden lautet. Einer der Namen, Evas als der Urgöttin, wie sie im alten Babylon verehrt wurde, bestätigt diese Folgerung und erklärt gleichzeitig in einer etwas unerwarteten Weise eine andere klassische Sage. Der Name dieser Urgöttin, wie ihn Berosus angibt, lautet Talat, was Rippe bedeutet, wie schon gesagt. Der Name Adams, ihres Mannes, wäre Baal Talat, Mann der Rippe, denn Baal bedeutet Herr, häufig im Sinne von Ehemann. Doch entsprechend einer bereits erwähnten besonderen hebräischen Wendung bedeutet Baal Talat auch der Mann, der hinkte oder seitwärts ging. Dies ist eine entfernte Herkunft der Lahmzeit des Vulkanus, denn Vulkanus, den Vater der Götter, musste man mit Adam gleichsetzen, ebenso wie die anderen Väter der Götter, auf die wir bereits zurückführten. Adam nun war infolge seiner Sünde und seines Abweichens von der geraden Linie der Pflicht und von da an sein ganzes Leben lang in doppeltem Sinne Baal Talat, nicht nur als der Mann der Rippe, sondern auch als der Mann, der hinkte oder seitwärts ging. Es geschah zweifellos zur Erinnerung an dieses sich zur Seite wenden, dass die Priester Baals um den Altar hinkten. Wir lesen das im ersten Buch der Könige, Kapitel 18, Vers 26, Zitat. Und sie nahmen den Farn, den er ihnen gab, und richteten ihn zu und riefen den Namen Baals an, vom Morgen bis zum Mittag, und sprachen, O Baal, erhöre uns! Aber da war keine Stimme, noch Antwort. Und sie hüpften um den Altar, den man gemacht hatte. Ende Zitat. Also, es geschah zweifellos zur Erinnerung an dieses sich zur Seite wenden, dass die Priester Baals um den Altar hinkten, als sie ihren Gott anflehten, sie zu erhören, denn dies ist die genaue Bedeutung im Original des mit hüpften wiedergegebenen Wortes, und dass die Druidenpriester zur Erfüllung einiger ihrer heiligen Riten seitwärts gingen, wie aus folgendem Abschnitt von Davis hervorgeht, Zitat. Der Tanz wird mit feierlicher Festlichkeit um die Seen vollführt. Um diese und um das Heiligtum bewegen sich die Priester seitwärts, während das Heiligtum ernsthaft den vorübergleitenden König anruft, vor dem der Untadelige auf den Schleier zurückweicht, der die riesigen Steine bedeckt. Ende Zitat.
Davis bringt dies mit einer Geschichte von Jupiter, mit der Geschichte von Jupiter, dem Vater der Götter, in Verbindung, der seine eigene Tochter in Gestalt einer Schlange vergewaltigte. Sieht man nun, was auf der Brust der ephesischen Diana ist, der Mutter der Götter, wie wir auf Seite 38 gelesen haben, so wird man darin einen Hinweis darauf finden, welchen Anteil sie an dem sich Abwenden hatte, denn dort findet man einen Taschenkrebs, eine Krabbe. Und wie geht ein Taschenkrebs, wenn nicht seitwärts? Dies weist wiederum auf die Bedeutung eines weiteren Zeichens des Tierkreises hin. Der Krebs will an das fatale Ereignis erinnern, als sich unsere Urmutter von den Pfaden der Gerechtigkeit abwendete und damit der Bund Edens gebrochen wurde. Die Heiden wussten, dass dieses Sich-Abwenden oder Seitwärtsgehen den Tod bedeutete, den Tod der Seele. An dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Und während es zum Frühlingsfest von Kybele und Attes große Klagen um den Tod des Attes gab, wurde daher am Freudenfest des 25. März, das ist Maria-Verkündigung, der letzte Tag des Festes, das Trauern in Freude verwandelt, Zitat, anlässlich dessen, dass der tote Gott wieder ins Leben gerufen wurde, Ende Zitat. Wenn Attes derjenige war, der durch sein Sich-Abwenden Sünde und Tod in die Welt brachte, was kann dann das Leben, in das er so rasch zurückgerufen wurde, anderes sein als jenes neue und göttliche Leben, das in jede Seele einzieht, wenn sie wiedergeboren wird und so vom Tod zum Leben gelangt? Als die Verheißung gegeben wurde, dass der Same der Frau den Kopf der Schlange zertreten wird und Adam sie im Glauben ergriff, war dies zweifellos der Beweis dafür, dass das göttliche Leben wiederhergestellt und er wiedergeboren war. Wenn man einmal die Bedeutung des Namens Attes entschlüsselt hat, bezeugen diese Mysterien von Attes, die mit besonderem Eifer gehütet wurden und über die Pausanias sagte, dass es ihm trotz all seiner Bemühungen unmöglich war, ihre geheime Bedeutung zu entdecken, eindeutig das Wissen, dass selbst das Heidentum über die wahre Natur des Sündenfalls und über die so wichtige Natur des Todes hatte, der im ursprünglichen Bund angedroht war. Diese Neugeburt von Attes legte den Grundstein dafür, dass er als kleines Kind dargestellt und somit Adonis in Verbindung gebracht wurde, der genauso dargestellt wurde, obwohl er als erwachsener Mann starb. In den eleonisischen Mysterien, die an den Raub der Proserpina erinnerten, das heißt der Verführung Evas, wurde der beweinte Gott Bacchus als kleines Kind an der Brust der großen Mutter dargestellt, die von Sophokles Deo genannt wird. Da Deo oder Demete, der Name der großen Mutter, offenkundig nur eine andere Form von Idaia Mater ist, der Mutter der Erkenntnis, das Verb erkennen heißt entweder Da'a oder Ida'a, war dieses kleine Kind ohne Zweifel in einer Hinsicht derselbe wie Attes und daher auch Deoius, wie sein Name angegeben wird. Auf Seite 31 können wir das nachlesen. Das Freudenfest des 25. März, Maria Verkündigung, verdankte seine Fröhlichkeit der Ankündigung einer noch zukünftigen Geburt, nämlich der Geburt des Samens der Frau. Zur gleichen Zeit aber wurde die Freude dieses Festes durch die sofortige, an diesem Tag stattfindende Neugeburt des Attes gesteigert, des Sünders, das heißt Adams, der in Übertretungen und Sünden tot geworden war, weil er den Bund gebrochen hatte. Nachdem nun Attes, dieser Mensch der Sünde, diese Sorgen und Leiden durchschritten hatte, derer seine Anbeter alljährlich gedachten, wurden ihm die Kennzeichen und der Ruhm des Messias zugeschrieben. Er wurde mit der Sonne gleichgesetzt, dem einen, einzigen Gott des Heidentums, füge ich hierzu, dem einen, einzigen Gott, und er wurde mit Adonis gleichgesetzt. Und da er so gleichgesetzt wurde, wurde auf ihn der 16. Psalm in seiner ganzen Größe angewendet, der den Triumph Christi, unseres Heilands, über Tod und Grab voraussagt.
Zitat, denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich überlassen und wirst nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sehe. Ende Zitat. Es ist hinreichend bekannt, dass der erste Teil dieser Aussage auf Adonis angewendet wurde, denn das jährliche Weinen der Frauen um Tammuz wurde aufgrund seiner angeblichen Rückkehr aus dem Hades oder den Höllengefilden rasch in ein Feiern verwandelt. Doch weniger gut bekannt ist, dass das Heidentum auf seinen Mittlergott die vorhergesagte Nichtverwesung des Körpers des Messias anwandte. Dass dies jedoch der Fall war, erfahren wir durch das deutliche Zeugnis des Pausanias. Er sagt, Akdistes, das ist Kybele, erreichte bei Jupiter, dass kein Teil des Körpers von Attes verwesen noch vergehen sollte. So wendete das Heidentum auf Attes, den Sünder, die unübertragbare Ehre Christi an, der kam, um sein Volk zu retten von ihren Sünden, wie es die göttlichen Worte beschreiben, die der liebliche Psalmist Israels 1000 Jahre vor der christlichen Zeitrechnung äußerte. Wenn also der Papst, wie weiter oben angeführt, genau die Stelle von Janus dem Menschen einnimmt, wie klar ist dann, dass er ebenso die Stelle von Attes dem Sünder einnimmt, und wie treffend ist dann in dieser Hinsicht der Name Mensch der Sünde, den Gott durch die Prophezeiung dem verleiht, der das Haupt des christlichen Abfalls sein sollte und in diesem Abfall alle Verdorbenheit des babylonischen Heidentums vereinigen würde. Dieser letzte Satz, den lese ich gleich nochmal vor. Wenn also der Papst, wie weiter oben angeführt, genau die Stelle von Janus dem Menschen einnimmt, wie klar ist dann, dass er ebenso die Stelle von Attes, dem Sünder, einnimmt. Und wie treffend ist dann in dieser Hinsicht der Name Mensch der Sünde, den durch die Prophezeiung im zweiten Brief der Thessaloniker, Kapitel 2, Vers 3, steht, Zitat, niemand soll euch irreführen in irgendeiner Weise, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens, enthüllt werden. Ja? Also, den Gott durch diese Prophezeiung dem verleiht, der das Haupt des christlichen Abfalls sein sollte und in diesem Abfall alle Verdorbenheit des babylonischen Heidentums vereinigen würde. So wurde bewiesen, dass der Papst auf jedem Gebiet das sichtbare Haupt des Tieres ist. Das Tier hat jedoch nicht nur ein sichtbares, sondern auch ein unsichtbares Haupt, das es beherrscht. Dieses unsichtbare Haupt ist kein anderer als Satan, das Haupt des ersten großen Abfalls, der im Himmel selbst begann. Dies wird durch die Worte in der Offenbarung Kapitel 13, Vers 4 außer Zweifel gestellt. Zitat, und sie beteten den Drachen an, weil er dem Tier die Macht gab, und sagten, wer ist dem Tier gleich und wer kann mit ihm kämpfen? Ende Zitat. Diese Worte zeigen, dass die Anbetung des Drachen der Anbetung des Tieres entspricht. Dass der Drachen in erster Linie Satan ist, der Erzfeind schlechthin, geht klar aus der Aussage des vorangehenden Kapitels hervor. In Offenbarung 12, Vers 9 lesen wir nämlich, Zitat, und es wurde geworfen, der große Drache, die alte Schlange, der Teufel und Satan genannt wird, der den ganzen Erdkreis verführt. Ende Zitat. Wenn also der Papst, wie gesagt, das sichtbare Haupt des Tieres ist, dann verehren die Anhänger Roms notwendigerweise, indem sie den Papst verehren, auch den Teufel. Mit der göttlichen Aussage vor Augen gibt es keine Möglichkeit, dem zu entgehen. Und dies ist genau das, was wir vielleicht aus anderen Gründen erwarten. Erinnern wir uns daran, dass der Papst als Haupt des Geheimnisses der Gesetzlosigkeit der Sohn des Verderbens ist, Iskariot, der falsche Apostel, der Verräter. Bevor Judas seinen Verrat beging, heißt es ausdrücklich, dass Satan, der oberste Teufel, in ihn einzog, völlig und ganz Besitz von ihm ergriff. Analog können wir erwarten, dass das Gleiche auch hier geschehen ist. Bevor der Papst einen solchen Plan komplizierten Verrats an der Sache seines Herrn auch nur ersinnen konnte,
wie es sich gegen ihn erwiesen hat, bevor er befähigt werden konnte, diesen verräterischen Plan erfolgreich in die Tat umzusetzen, musste Satan selbst in ihn einziehen. Das Geheimnis der Gesetzlosigkeit sollte wirken und gedeihen gemäß der Wirksamkeit des Satan, wörtlich gemäß der Energie oder mächtigen Kraft Satans, wie wir im 2. Brief Thessaloniker, Kapitel 2, Vers 9 lesen können. Zitat: Ihn, dessen Auftreten nach der Wirkung des Satans erfolgt und der Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder. Ende Zitat. Daher muss Satan selbst und nicht irgendein untergeordneter Geist der Hölle, also ein Dämon, über das ganze gewaltige System geweihter Gottlosigkeit herrschen. Er muss persönlich von dem Besitz ergreifen, der sein sichtbares Haupt ist, damit das System durch seine diabolische Verschlagenheit geleitet und ihm durch seine übermenschliche Macht Energie verliehen wird. Behalten wir das im Auge, sehen wir sofort, wie es sein kann, dass die Anhänger des Papstes, wenn sie das Tier verehren, auch den Drachen, der dem Tier Macht gab, verehren. Völlig unabhängig von historischen Beweisen zu diesem Punkt kommen wir also zu der zwingenden Schlussfolgerung, dass die Anbetung Roms ein gewaltiges System der Teufelsanbetung ist. Gesteht man einmal zu, dass der Papst das Haupt des Tieres aus dem Meer ist, so sind wir aufgrund des reinen Zeugnisses Gottes ohne jeden anderen Beweis gebunden, es als Tatsache anzunehmen, dass bewusst oder unbewusst die, die den Papst verehren, in Wirklichkeit den Teufel verehren. Das ist exakt das, was ich immer schon sagte. Unbewusst, weil im Glauben verführt, denken sie, das Richtige zu tun und beten eben doch den Teufel an. Das Ergebnis von esoterischer, also eingeweihter, und exoterischer Lehre, also die Lehre an die uneingeweihten, betrogenen Schafe. Deswegen ist Aufklärung für Katholiken und andere Religionen so wichtig, denn sie beten alle unbewusst Satan an. Der falsche Geist, der sie leitet, sorgt dafür, dass ihre Gebete nie bei Jesus, durch den sie zum Vater beten, ankommen. Ich wiederhole den Satz davor nochmal. Gesteht man einmal zu, dass der Papst das Haupt des Tieres aus dem Meer ist, so sind wir aufgrund des reinen Zeugnisses Gottes, ohne jeden anderen Beweis gebunden, es als Tatsache anzunehmen, dass bewusst oder unbewusst die, die den Papst verehren, in Wirklichkeit den Teufel verehren. Ein saumäßig wichtiger Satz in diesem ganzen Buch. Das ist das Geheimnis, von dem wir hier ganz groß immer sprechen. Das ist der große Abfall, dass ich durch die Eingeweihten verführt werde, einen falschen Gott anzubeten, Satan, und nicht den Schöpfergott der Bibel, den Gott, den von Abraham, Isaak und Israel oder Jakob. Ich hoffe, das ist verständlich geworden, mit diesem Satz hier deutlich zu machen. Steht auf Seite 248, sollte man sich, wenn man das Buch hat, vielleicht mal ganz in Ruhe durchlesen und wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Wenn man sich einmal zugesteht, dass der Papst das Haupt des Tieres aus dem Meer ist, sind wir aufgrund des reinen Zeugnisses Gottes ohne jeden anderen Beweis gebunden, als Tatsache anzunehmen, dass bewusst oder unbewusst diejenigen, die den Papst verehren, in Wirklichkeit den Teufel verehren. Papstanbetung ist Teufelsanbetung. Da kommt es drauf hinaus. Doch tatsächlich ist es so, dass wir historische Beweise haben, und zwar sehr bemerkenswerte, dass der Papst als Haupt der chaldäischen Mysterien genauso direkt der Stellvertreter Satans wie der des falschen Messias von Babylon ist. Vor langer, langer Zeit, gegen Ende des 2. Jahrhunderts, bemerkte Irenäus, dass der Name Titan, die geheimnisvolle Zahl,
666 enthält. Und seiner Meinung nach war Titan bei weitem der wahrscheinlichste Name für das Tier aus dem Meer. Und obwohl der Name Titan ursprünglich aus dem Chaldäischen stammt, wurde er vollkommen in die griechische Sprache eingebürgert. Um desto mehr Beweise zu diesem wichtigen Thema zu liefern, scheint der Geist Gottes es so gefügt zu haben, dass die Zahl von Titan nach der griechischen Berechnung herausgefunden wurde, während die von Saturn durch die chaldäische herausgefunden wurde. Und Saturn und Titan sind eben identisch. Die von ihm angeführten Gründe für seine Ansicht haben kein großes Gewicht. Die Ansicht selbst jedoch kann er von anderen übernommen haben, die bessere und triftigere Gründe für ihren Glauben in dieser Hinsicht hatten. Bei Nachforschungen stellt man tatsächlich fest, dass Saturn der Name des sichtbaren Hauptes war, während Titan der Name des unsichtbaren Hauptes des Tieres war. Titan ist nur die chaldäische Form von Scheitan. Und wer belesen ist, braucht zum Nachweis dieser häufigen chaldäischen Umwandlung des SH oder S in T keine Beispiele. Aber für die, die hier nicht so bewandert sind, sei Folgendes angeführt. Das hebräische Wort Shekel, wiegen, kennt man ja in der chaldäischen Form Tekel, da wird es im Chaldäischen zu, Tekel, aus Daniel, Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Herr König, du bist gewogen und für nicht gerecht empfunden worden. Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Das kommt aus dem Shekel, aus dem hebräischen Shekel, wiegen. Das hebräische Shabar, brechen, wird zum chaldäischen Tabar. Entschuldigung. Hebräisch Seraphim zu chaldäisch Teraphim. Der babylonischen Fälschung des göttlichen Cherubim oder Seraphim. Hebräisch Asar, reich sein, zu chaldäisch Attar. Hebräisch Shani, zweiter, zu chaldäisch Tanin und so weiter. Nun, Titan ist also nur die chaldäische Form von Scheitan, von Satan seit unvordenklichen Zeiten, von den Teufelsanbetern Kurdistans genannt wird. Und von Armenien oder Kurdistan kam diese Teufelsverehrung, verpackt in den chaldäischen Mysterien, in Richtung Westen nach Kleinasien und von dort nach Etrurien und Rom. Dass bei den klassischen Ländern des Altertums tatsächlich bekannt war, dass Titan Satan ist, der Geist der Bosheit und Urheber des moralisch Bösen, zeigten folgende Beweise. Die Geschichte von Titan und seinen Brüdern, wie sie Homer und Hesiod berichten, die zwei frühesten griechischen Schreiber, ist anscheinend das exakte Gegenstück zu dem biblischen Bericht von Satan und seinen Engeln, wenn auch offensichtlich spätere Legenden damit vermischt wurden. Homer sagt, alle Götter des Tartus der Hölle wurden Titanen genannt. Hesiod erzählt, wie es dazu kam, dass diese Titanen oder Götter der Hölle dort ihren Wohnsitz haben. Nachdem ihr Anführer eine gewisse Handlung der Bosheit gegen seinen Vater begangen hatte, den höchsten Gott des Himmels, im Einvernehmen mit vielen anderen der Söhne des Himmels, gab dieser Vater ihnen allen einen schimpflichen Namen, Titanen, und sprach einen Fluch gegen sie aus, und infolge dieses Fluches wurden sie dann zur Hölle hinabgeworfen und im Abgrund in Ketten der Finsternis gebunden. Ich denke, man kann erkennen, dass Uranus, der Himmel, gegen den die Titanen oder die Titanen rebellierten, ganz einfach Gott war. Rebellion gegen den Himmel. Während dies der früheste Bericht von Titan und seinen Anhängern unter den Griechen ist, stellt sich heraus, dass im chaldäischen System Titan nur ein Synonym für Typhon war, die bösartige Schlange bzw. den Drachen, der allgemein als Teufel oder Urheber aller Bosheit betrachtet wurde. Nach der heidnischen Version der Geschichte war Typhon derjenige, der Tammuz tötete und in Stücke teilte. Doch Lactantius, der mit dem Thema gründlich vertraut war, tadelte seine heidnischen Landsmänner dafür, dass sie ein Kind verehrten, das durch die Titanen in Stücke gerissen worden war. Man kann also nicht leugnen, dass Titan im heidnischen Glauben mit dem Drachen bzw. mit Satan identisch war.
weil wir stellten ja schon fest, dass Sem der tatsächliche Mörder von Tammuz war. Als großen Feind des heidnischen Messias nannten ihn die, die ihn für diese Tat hassten, aufgrund eben dieser Tat den großen Feind von allen, Typhon oder Teufel. Haben sie den Hausherrn Beelzebul genannt? Kein Wunder, wenn sein Diener ähnlich genannt wurde. Und hier haben wir wiederum einmal Beweis dafür, wie gut in Böse verkehrt wird. Weil Sem hat zwar einen Mord begangen an Tammuz, aber aufgrund dessen, dass der Tammuz ein heidnischer Mensch war und eine heidnische Gottheit später, ist das ja im Grunde eine positive göttliche Tat. Wenn man darüber diskutieren will, dann können wir darüber diskutieren, warum Gott im Alten Testament viele Völker angefallen und ausgelöscht hat. Das ist vielleicht mal eine interessante Diskussion für ein anderes Thema, aber nicht für hier. Aber wir sehen, dass wenn hier Sem der tatsächliche Mörder von Tammuz war und der halt dann später als Typhon oder Teufel genannt wurde, wie eben gut in Böse verkehrt wird. Weil im Grunde war ja Tammuz der Teufel und nicht Sem. Sobald der Weg dafür bereitet war, fand in den Mysterien eine wichtige Veränderung statt. Es wurde bereits darauf hingewiesen. Zuerst wurde Tammuz als der Zermalmer des Kopfes der Schlange verehrt, wobei gemeint war, dass er der Zerstörer des Reichs Satans war. Dann empfing der Drache selbst, Satan, ein gewisses Maß an Verehrung, um ihn, wie die Heiden sagten, Zitat, für den Verlust seiner Macht zu trösten, Ende Zitat, und um zu verhindern, dass er ihnen schadete. Und zuletzt wurde der Drache, Titan oder Satan, dadurch zum höchsten Anbetungsgegenstand, dass die Titania, die Riten Titans, eine Sonderstellung in den ägyptischen Mysterien und auch in denen Griechenlands einnahmen. Wie essentiell wichtig der Platz war, den diese Riten Titans oder Satans innehatten, mag man von der Tatsache her beurteilen, dass man Pluto, den Gott der Hölle, der in seinem grundlegenden Charakter der große Feind war, mit Scheu und Furcht als den großen Gott achtete, von dem das Schicksal der Menschheit in der ewigen Welt hauptsächlich abhing, denn es hieß, dass es Pluto zugehörte, Zitat, Seelen nach dem Tod zu reinigen. Ende Zitat. Welch eine Macht schrieb diese Auffassung dem Gott der Hölle zu, nachdem das Fegefeuer im Heidentum, wie jetzt auch im Papsttum, heute noch der große Angelpunkt des Priestergewerbes und Aberglaubens war. Kein Wunder, dass die Schlange das große Werkzeug des Teufels zur Verführung der Menschheit auf der ganzen Erde mit solch außerordentlicher Verehrung angebetet wurde, wie es im Oktateuch von Osthanes festgehalten wurde. Zitat, Schlangen waren die höchsten aller Götter und Fürsten des Universums. Ende Zitat. Kein Wunder, dass man am Ende fest daran glaubte, dass der Messias selbst, von dem die Hoffnung der Welt abhing, der Same der Schlange war. Dies war offensichtlich in Griechenland der Fall, denn dort war die gängige Geschichte die, dass der erste Bacchus infolge einer Verbindung seitens seiner Mutter mit dem Vater der Götter in Gestalt einer gesprenkelten Schlange geboren wurde. So tief war die Vorstellung in das heidnische Denken eingeprägt, dass der Same der Schlange sei der große Weltenkönig, dass ein Mensch, der sich als Gott auf Erden ausgab, selbst unbedingt nachweisen musste, dass er der Same der Schlange war, um sein Anrecht auf diese Eigenschaft zu begründen. Es ist zum Beispiel gut bekannt, dass im Fall Alexander des Großen, als er Anspruch auf göttliche Ehren erhob, seine Mutter Olympias erklärte, dass er nicht von König Philipp, ihrem Mann, stammte, sondern von Jupiter in Gestalt einer Schlange. Ähnlich sagt die Autorin von Rome in the 19th Century, Band 1, Seite 388, der römische Kaiser Augustus behauptete, er wäre der Sohn Apollos und der Gott hätte die Gestalt einer Schlange angenommen, um ihn zu gebären. Dieser Vater aller Götter war offensichtlich der Gott der Hölle, denn Proserpina, die Mutter des Bacchus, die auf wunderbare Weise das Wunderkind empfing und gebar, dessen Raub durch Pluto in den Mysterien eine so wichtige Stellung einnahm,
wurde als Frau des Gottes der Hölle unter dem Namen der heiligen Jungfrau verehrt, wie bereits festgestellt. Die Geschichte von der Verführung Evas durch die Schlange ist eindeutig in diese Legende eingebaut worden, wie es Julius Firmicus und die frühen christlichen Apologeten den Heiden ihrer Zeit geradewegs ins Gesicht sagten. Das traut sich heute ja keiner mehr, ne? Doch die Einfärbung, die sie in der heidnischen Legende erhält, unterscheidet sich sehr von der, die sie im Wort Gottes hat. So erreichte der geschickte Taschenspieler durch seine große Fingerfertigkeit mit Hilfe von Menschen, die anfangs seinen Charakter verabscheut hatten, dass er selbst fast überall als wahrhaftiger Gott dieser Welt anerkannt wurde. So tiefgreifend und so stark war der Einfluss, den Satan schließlich in dieser Eigenschaft auf die alte Welt ausübte, dass selbst als das Christentum dem Menschen verkündet worden war und das wahre Licht vom Himmel geschienen hatte, genau die Lehre, die wir behandelt haben, unter den bekenntlichen Nachfolgern Christi aufkam. Diejenigen, die sich an diese Lehre hielten, wurden Ophiani oder Ophites genannt, das heißt Schlangenanbeter. So sagt Tertullian, Zitat, diese Ketzer erheben die Schlange bis zu einem solchen Grad, dass sie sogar Christus selbst vorziehen, denn sie sagen, sie habe uns das erste Wissen über Gut und Böse gegeben. Aus einer Erkenntnis ihrer Macht und Majestät heraus habe Mose veranlasst, die eherne Schlange zu errichten, durch die jeder, der zu ihr aufsah, geheilt wurde. Sie behaupten, Christus selbst ahme im Evangelium die heilige Kraft der Schlange nach, wenn er sagt, Zitat, wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden. Ende Zitat. Sie führen es ein, wenn sie die Eucharistie segnen. Ende Zitat. Diese schlimmen Ketzer beteten zugegebenermaßen die alte Schlange, Satan, als großen Wohltäter der Menschheit an, weil er ihnen die Erkenntnis über Gut und Böse offenbarte. Diese Lehre hatten sie jedoch nur aus der heidnischen Welt mitgebracht, aus der sie gekommen waren, beziehungsweise von den Mysterien, wie sie schließlich in Rom angenommen und gefeiert wurden. Obwohl Titan in den Tagen Hesiods und im frühen Griechenland ein schimpflicher Name war, war er doch in Rom in den Tagen des Römischen Reiches und schon vorher genau das Gegenteil geworden. Glänzender beziehungsweise herrlicher Titan. So sprach man in Rom von Titan. Dies war der im Allgemeinen der Sonne gegebene Titel, sowohl als Himmelskörper des Tages als auch unter dem Aspekt der Gottheit. Der Leser weiß mittlerweile, dass eine andere Form der Sonnengottheit oder Titans in Rom die epidaurische Schlange war, verehrt unter dem Namen Aesculap, das heißt menschbelehrende Schlange. Aesculape von Aish, Mensch, Skul, belehren und Affe oder Ape, Schlange. Die griechische Form dieser Bezeichnung Asklepios bedeutet einfach die belehrende Schlange und kommt von A, die, SKL, lehren und Hefi, Schlange. Die chaldäischen Wörter wurden so in Ägypten verändert. Der Name Asklepios kann aber auch eine andere Bedeutung haben, wenn man ihn von AAZ, also Aas, Kraft, und Klep, erneuern, ableitet. Und daher war Asklepios in der Lehre der Nicht-Eingeweihten, wichtig, der Nicht-Eingeweihten, einfach als Kraftwiederhersteller oder als heilender Gott bekannt. Und da muss ich eben nochmal zufügen, dass die Schlange ja auch in dem Symbol bei einer Apotheke gebraucht wird, wo es zwischen Anführungsstrichen wiederherstellende Medizin gibt. Viel wiederherstellen tut die Medizin nicht, aber ja. Die Apotheke, die Pharmaerzeugnisse verkauft, das im Griechischen Pharmakeia heißt, was verzaubern bedeutet. Doch da er mit der Schlange identisch ist, scheint die wahre Bedeutung des Namens die zuerst genannte zu sein. Also die belehrende Schlange. Macrobius sagt in einem Bericht über die mystische Lehre der Alten, dass Aesculap jener wohltätige Einfluss der Sonne war,
der die Seelen der Menschen durchdrang. Nun war die Schlange das Symbol der erleuchteten Sonne. Hier wurde also in Rom Titan, Satan, identifiziert als die Schlange, die die Menschheit belehrte, die ihr die Augen öffnete, als sie natürlich blind war, und ihr die Erkenntnis über Gut und Böse gab. In Pergamon und in ganz Kleinasien, von wo Rom direkt seine Erkenntnis über die Mysterien übernahm, war es das Gleiche. Besonders in Pergamon, wo hauptsächlich der Thron Satans war, wurde die Sonnengottheit, und das ist gut bekannt, in Gestalt einer Schlange und unter dem Namen Esculap angebetet. Menschenbelehrende Schlange. Entsprechend der Grundlehre der Mysterien, wie sie von Pergamon nach Rom gebracht wurden, war die Sonne der einzige, einige und einzige Gott. So wurde Titan oder Satan als der eine einzige Gott anerkannt. Und von diesem einzigen Gott war Tammuz oder Janus in seiner Eigenschaft als Sohn oder Same der Frau nur eine Inkarnation. Hier kommt also das große Geheimnis des Römischen Reiches schließlich ans Licht, nämlich der wahre Name der Schutzgottheit Roms. Dieses Geheimnis wurde aufs eifrigste gehütet, und zwar derart, dass Valerius Soranus, ein Mann höchsten Ranges und wie Cicero erklärt, der Gelehrteste der Römer, der es unvorsichtigerweise ausgeplaudert hatte, unbarmherzig für diese Enthüllung getötet wurde. Jetzt aber ist es deutlich offenbart. Eine symbolische Darstellung der Verehrungsform des römischen Volkes aus Pompeji bestätigt eindrucksvoll diese Beweisführung, die die Sinne anspricht. Man betrachtet den abgebildeten Holzschnitt in der Abbildung 59, den ich hier ins Video einblende. Es wurde bereits gesagt, dass der Autor von Pompeji hinsichtlich einer früheren Darstellung bestätigt, dass es sich bei den Schlangen im unteren Teil nur um eine andere Art handelt, die finsteren Gottheiten darzustellen, die in der oberen Hälfte gezeigt werden. Wenn wir das gleiche Prinzip hier anwenden, folgt daraus, dass die Schwalben bzw. die Vögel, die hinter den Fliegen herfliegen, dasselbe darstellen wie die Schlangen unten. Die Schlange aber, die hier doppelt dargestellt ist, ist unzweifelhaft die Esculap-Schlange. Die fliegentötende Schwalbe muss daher dieselbe Gottheit darstellen. Und nun weiß jeder, wie der Name des Herrn der Fliege oder des fliegentötenden Gottes der orientalischen Welt lautete. Er hieß Beelzebub. Dieser Name, der Herr der Fliegen bedeutete für den Laien einfach die Macht, die die Fliegenschwärme vernichtete, wenn diese wie oft in heißen Ländern zu einer Qual für die Menschen wurden, die sie überfielen. Jedoch offenbart sich dieser Name, wenn er mit der Schlange in Verbindung gebracht wird, eindeutig als einer der Kennnamen Satans. Und wie passend erweist sich dieser Name, wenn seine mystische oder esoterische Bedeutung ergründet wird. Welche Bedeutung liegt nun wirklich in diesem bekannten Namen? Baalzebub meint einfach rastloser Herr. Siehe Clavis Stoicii unter dem Stichwort Zebub. Dort wird gesagt, dass das Wort Zebub, das auf die Fliege angewendet wird, eine arabische Wurzel hat, die sich von Ort zu Ort bewegen bedeutet, wie es Fliegen tun, ohne sich irgendwo niederzulassen. Baalzebub heißt daher in seiner geheimen Bedeutung Herr der rastlosen und unsteten Bewegung. Baalzebub meint also einfach rastloser Herr, nämlich jenen Unglücklichen, der die Erde hin und her durchzieht und auf ihr auf und ab geht, der dürre Stätten durchstreift, Ruhe sucht und sie nicht findet. Der erste Teil, die Erde hin und her durchzieht und auf ihr auf und ab geht, das kennen wir ja aus dem Buch Hiob. Und das beschreibt Satan. Aufgrund all dessen ist die Schlussfolgerung unvermeidlich, dass Satan ganz unter seinem eigenen Namen der große Gott ihres geheimen und mysteriösen Gottesdienstes gewesen sein muss. Und dies erklärt das außergewöhnliche Geheimnis, das diese Sache umgibt.
Ich stelle fest, dass Lactantius zu dem Schluss geführt wurde, dass die Äskulapsche Schlange das ausdrückliche Symbol für Satan war. Denn in einem Bericht darüber, wie die epidaurische Schlange nach Rom gebracht wurde, sagt er, Zitat, dorthin, also nach Rom, wurde der Dämoniarches oder Fürst der Teufel in eigener Gestalt und ohne Verkleidung gebracht. Denn die, die zu der Angelegenheit gesandt waren, brachten einen Drachen von erstaunlicher Größe mit. Ende Zitat. Wenn also Gratian die gesetzliche Bestimmung zur Unterstützung der Feuer- und Schlangenverehrung Roms abschaffte, können wir erkennen, wie exakt sich die göttliche Vorhersage erfüllte in der Offenbarung Kapitel 12, Vers 9, Zitat. Und es wurde geworfen, der große Drache, die alte Schlange, der Teufel und Satan genannt wird, der den ganzen Erdkreis verführt, geworfen wurde er auf die Erde und seine Engel wurden mit ihm geworfen. Ende Zitat. Nun, oben angeführte Tatsachen werfen ein ziemlich einzigartiges Licht auf einen gut bekannten Aberglauben in unserem Lande. Jeder hat schon vom St. Swithin's Tag gehört. Man glaubt, wenn es an diesem Tag regnet, werde es 6 Wochen lang ununterbrochen regnen. Und wer oder was war St. Swithin, der sein Tag mit 40 Tagen ununterbrochenen Regens in Verbindung gebracht wurde? Denn 6 Wochen ist so die runde Zahl an Wochen, die 40 Tagen entspricht. Zunächst ist klar, dass er kein christlicher Heiliger war, obwohl ein Bärzischer von Canterbury im 10. Jahrhundert seinen Namen getragen haben soll. Der Schutzheilige der 40 Tage Regen war einfach Tammuz oder Odin, der von unseren Vorfahren als Inkarnation Noahs verehrt wurde, zu dessen Zeit es 40 Tage und 40 Nächte ohne Unterlass regnete. Tammuz und St. Swithin müssen also ein und dieselbe Person gewesen sein. Doch nachdem in Ägypten und Rom und Griechenland und fast überall sonst lange vor der christlichen Zeitrechnung Tammuz als Inkarnation des Teufels bekannt war, brauchen wir nicht überrascht zu sein, wenn wir entdecken, dass St. Swithin kein anderer als Sankt Satan ist. Eine der geläufigen Formen des Namens des großen Feindes unter den Heiden lautete Sitan oder Sithan. Diesen Namen, der auf das böse Wesen angewendet wurde, finden wir sogar ganz weit im Osten, im Königreich von Siam. Er war offensichtlich den Druiden bekannt gewesen, und zwar in Zusammenhang mit der Flut, denn sie sagen, dass der Sohn von Saitin derjenige war, der unter dem Einfluss des Trinkens das Meer über das Land kommen ließ, um eine weite und dicht besiedelte Gegend zu überschwemmen. Als die Angelsachsen diesen Namen übernahmen, veränderten sie natürlich, genau wie sie aus Odin Wodin machten, Sithan zu Swithan, also Sithan, ich spreche das jetzt mal deutsch aus, Sithan zu Swithan, Sithan zu Sithan. Und so haben wir mit dem St. Swithin's Tag und dem damit zusammenhängenden Aberglauben einen klaren Beweis sowohl für die weite Verbreitung der Teufelsverehrung in der heidnischen Welt als auch für die gründliche Vertrautheit unserer heidnischen Vorfahren mit der großartigen biblischen Tatsache des 40 Tage anhaltenden Regens bei der Sintflut. Wenn es jemand für unglaublich hält, dass Satan durch das Papsttum im Mittelalter heilig gesprochen worden sein soll, möchte ich die Aufmerksamkeit auf die bedeutungsvolle Tatsache lenken, dass selbst in vergleichsweise jüngerer Zeit der Drache, das allgemein anerkannte Symbol des Teufels, von den Katholiken von Poitiers unter dem Namen der gute Sankt Vermine angebetet wurde. Das war eine weitere wichtige Fußnote, kurz bevor wir zum Schluss dieses Videos kommen. Da brauche ich noch ein paar Minuten für, solange müsst ihr euch eben gedulden, bitte. Wie nun also der heidnische Pontifex, von dessen Machtbefugnissen und Hoheitsrechten sich der Papst selbst zum Erben gemacht hatte, der Hohepriester Satans war und ist heute, wurde notwendigerweise auch der Papst zum Ministerpräsidenten des Teufels, als er einen Bund mit diesem System der Teufelsanbetung einging und einwilligte, genau die Stellung des Pontifex einzunehmen und all die Gräuel in die Kirche zu bringen, wie er es tat. Und natürlich kam er ebenso vollständig unter seine Macht,
wie es der frühere Pontifex gewesen war. Also wenn ich hier lese, die Gräuel in die Kirche zu bringen, wie er es tat, da kann ich ja nicht umhin, mal eben zu erwähnen, wie Papst Franziskus das heute auch tut, mit der Akzeptanz der Schwulenbewegung, also Schwulen, Lesben und Bisexuellen und Transgender, Leute, die er gerne in die Kirche aufnimmt und auch Atheisten und alles drum und dran. Also das ist genauso unbiblisch, wie es damals war, als sich das Christentum halt, oder besser gesagt, als sich die römisch-katholische Kirche, das römische Reich, das Christentum übergestülpt hat. Das ist heute im Grunde nicht viel anders, wenn man da mal kurz drüber nachdenkt. Nun, wie exakt doch die göttliche Aussage sich erfüllte, dass das Kommen des Menschen der Sünde, Zitat, nach dem Wirken oder der Energie Satans, Ende Zitat, geschehen sollte. Hier muss nun die große Schlussfolgerung kommen, zu der wir sowohl durch historische als auch biblische Gründe gezwungen werden. Wie das Geheimnis der Gottseligkeit der im Fleisch offenbarte Gott ist, so ist das Geheimnis der Bosheit, soweit so etwas überhaupt möglich ist, der fleischgewordene Teufel. Der Papst, der Antichrist der Bibel. Hiermit endet die etwas längere Vorlesung und ich hoffe, ihr habt davon genossen, auch wenn es knapp über 70 Minuten ist. Das nächste, das kommt, ist die bereits vom Autor hier angekündigte Schlussfolgerung. Auch die werde ich in einem Zug lesen und die sollte man sich nicht entgehen lassen. Auf jeden Fall danke ich fürs Zuhören und fürs Zuschauen, wünsche euch noch weiterhin einen schönen Tag. Gott behüte und beschütze und segne euch. Joggler 66 von Hour of the Truth, Stunde der Wahrheit, sagt danke fürs Zuhören und tschüss.